Arr, wenn ich weiter so Schätze, Relikte und Talismane anhäufe, muss ich bald an Deck nächtigen. Arr, ich habe genug spanische Dublonen, um mir meine eigene Insel zu kaufen. Ein einzigartiges Stück von Richard Longhand Evans, dem besten Hutmacher auf Skull Island. Moment mal, war mein Haken nicht bei meinem Zeug, als ich in dem Hutladen war? Der Markt auf Skull Island sieht ruhig aus für diese Jahres. Wie ich es mir schon gedacht hatte, da ist ja dieser Süßwassermatrose Longhand Evans. Habe ich Admiral Lorenz aus den Händen gerissen, nachdem ich das Schiff seiner Majestät versenkt hatte. Zur Seite, getreuer Flanagan. Wir nähern uns dem Malstrom am Ende der Welt. Flanagan? Ans Ruder! Oder muss ich alles selbst machen? Einmal, als wir von unserem Haus in San Francisco hierher unterwegs waren, hatten wir einen Platten und auch fast einen Unfall. Das war echt cool. Früher war hier mal ein Garten, aber weil Dad so sehr mit seinem Roman beschäftigt war, musste sich Mr. Franklin darum kümmern.
Man kann die Spannung im Great Western Forum förmlich spüren. Das Publikum verstummt. Nach einer eher durchwachsenen Saison steht die Karriere von Ed Miller auf dem Spiel. Es geht um alles oder nichts. Miller wirft. Und trifft! Die Lakers beenden ihre dreijährige Durststrecke mit dem Meistertitel und Miller hat einen neuen Spitznamen. Magic Miller! Jetzt ist es an der Zeit, ein Heben zu gehen. Ich hab einen Durst wie... Ed, bist du da? Kommst du? Ja, Dad. Juicy Blue, Juicy Blue. Juicy Blue, Juicy Blue. Ach Mann, nichts mehr da. Ich würd's auch warm trinken.
Ich vermisse sie und ich bin sicher, Mom vermisst sie auch. In dem Winter ging uns das Feuerholz aus und wir nahmen den Ofen mit rein. Hat Spaß gemacht. Also, nicht so wirklich. Damit habe ich Kontakt zu internationalen Spionen aufgenommen und ihre Codes geknackt. Dann wurde ich älter und wurde Pirat. Juicy Blue, bitte, bitte! Mann, hier ist auch nichts mehr. Was soll ich denn jetzt trinken? Ich habe meine Crew über die ganze Karibik verteilt, um meine Feinde auszubaldowern. Welch gute Neuigkeiten hast du zu vermelden, Piratenspion Yanis de Gomera? Deine Feinde fürchten dich und der Friedenwärt, Kapitän Robertos! Warst du das? Mein Magen. Ich habe irgendwie Hunger. Na, dann rein mit dem letzten Teil, damit wir was essen können. Ich kann's nicht finden. Hier, kleiner Tipp am Rande. Ist das einzige Teil, das noch fehlt. Nein, Dad. Schau mal, es sind keine mehr da. Aber das ist das Teil mit dem Steuerrad. Ohne kann das Schiff nicht segeln. Dad, es kann nicht segeln. Das ist doch ein Puzzle. Und dein Bauch knurrt gar nicht mehr. Bist du sicher, dass du es nicht gegessen hast? Das ist doch ein Puzzle, das kann man nicht essen. Mari, vergiss das mit den Hamburgern. Ed hat schon gegessen. Mom, nein! Dad spinnt. Spinnt? Würde eine Spinne denn das machen? Mom, lauf! Kitzel kam!
Die habe ich seit meinem Rückzug aus der internationalen Spionage kaum noch benutzt. Vielleicht ein andermal. Damit hat alles angefangen. Davor habe ich Kinderspiele gespielt, Spion und sowas. Na, besser spät als nie. Ich musste Tante Claire versprechen, sie anzurufen, falls ich mal einen echten Schatz hebe. Sie sagt, ich nerve sie mit meinen Anrufen, aber sie muss immer lachen, also... Mom nervt mich immer damit, dass ich meine Sachen rumliegen lasse. Aber in letzter Zeit lässt sie auch ihre Sachen rumliegen. Dad hasst es, ständig umzuziehen. Aber wenn sein Buch rauskommt, kündigt er seinen Job in San Francisco und wir können hier bleiben. Es ist cool, erwachsen zu sein, weil dann kann man Motorrad fahren. Aber es ist auch nicht so cool, weil man sich den halben Tag rasieren muss und so. Wenn ich mal erwachsen bin, dann nur für die Sachen, die mir auch wirklich Spaß machen. Wo ist dieser Junge wieder hin? Dad? Hey Kumpel, du hast so leise geklopft, dass ich dich kaum gehört habe. Komm, wir sagen Hallo auf unsere Art. Weißt du noch den geheimen Handschlag der Piratenbruderschaft? Nichts ist verloren. Okay, das war nur zum Aufwärmen. Lass uns das noch einmal versuchen. Nichts ist verloren. Okay, beim dritten Mal klappt's dann auch.
Nichts ist verloren. Weißt du was? Wir schaffen das schon. Lass dir Zeit. Mach das Fenster für mich auf, ja? Ein geheimer Handschlag ist da keine Ausnahme. Die Übung macht den Meister. Wie auch immer, wolltest du mir nicht etwas sagen? Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, aber ich... Nun, du hättest dir auch weniger Zeit lassen können. Wie auch immer, darüber wollte ich gar nicht mit dir reden. Wie ist denn dein Morgen so? Produktiver als meiner, hoffe ich. Naja, nicht so gut, weil ich den Haken nicht finden kann, den ich von dir habe. Verdammt, dieser Haken ist ja so cool. Wenn ich dieses endlose Kapitel doch noch beende, können wir beide raus und heute Nachmittag danach suchen. Was meinst du? Okay. Ach ja, übrigens... Und wenn du den Roman fertig hast, können wir dann wohin fahren? Ja, fang schon mal an zu überlegen, wo du hin willst. Also, was würdest du sagen, wenn wir... Ist Mom vom Einkaufen zurück? Mm-mm. Nun denn. Was meinst du? Könntest du wohl in die Garage gehen und mir... Du weißt schon, bringen? Oh, und das Allerwichtigste ist, dass niemand davon jemals erfahren darf. Niemand? Niemand? Niemand. Niemand. Es ist unser Geheimnis. Ein geheimer Piratenbruderschaftspakt? Genau, ein geheimer Pakt der Piratenbruderschaft. Signiert mit Blut. Signiert mit, Tinte. Warte mal. Tinte? Du wirst schon sehen. Tinte. Okay, also was könnte das Symbol der Piratenbruderschaft sein? Mein Haken! Hervorragende Wahl. Packen wir es an. Genial! Geheimer Pakt? Geheimer Pakt! Also gut dann, Beeilung. Du weißt, was zu tun ist. Captain, dieses Ding, nach dem wir suchen. Ich bin mir da nicht so sicher. Was soll das heißen, Flanagan? Wonach suchen wir überhaupt? Wir suchen nach dem Ich weiß schon, Flanagan. Oh, natürlich, Captain, aber... Könntet ihr es mir beschreiben? Keine Ahnung, vielleicht so ungefähr? Oh, jetzt fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren, aber...
Ich weiß, das ist hier in der Garage. Nur wo genau? Das ist die Frage, Flanagan. Der Gouverneur platziert es ständig woanders. Oh, jetzt kapier ich's. Wobei? Genug gefragt, Flanagan. Fang an zu suchen. Das war ein Unfall. Hier ist nichts. Mist, hier auch nicht. Ja. Wir müssen das Geheimnis wahren. Mich legst du nicht rein, du Kleiner. Mom! Wo?
Eddie, was machst du da? Du sollst hier drin doch nicht spielen. Das ist gefährlich. Eddie? Ich such den Haken, den Dad mir gegeben hat. Haken? Haken. Weißt du was? Ich will's gar nicht wissen. Mach, was du willst. Mom. Egal, was du da machst, mach's einfach fertig und komm dann in die Küche, um mir mit den Einkäufen zu helfen, ja? Captain Roberts hat sich bei seinem verzweifelten Versuch, sein Versprechen an den Gouverneur nicht zu brechen, Captain Morgan zum Feind gemacht. Eine wertvolle Verbündete, ich muss sie zurückgewinnen, sagte er zu sich selbst. Doch zuerst habe ich eine Mission zu erfüllen und Morgan darf davon nichts erfahren. Ed, spinnst du? Warum kletterst du da hoch? Du bist doch schon mal runtergefallen. Hey. Alles klar bei dir? Ach Mann, ich wollte bloß unser Geheimnis wahren. Hey Kumpel, darum geht's doch nicht. Das ist halt gefährlich. Du musst auf dich aufpassen. Ich war echt vorsichtig. Ed, du hättest... Warte. Habe ich da das Auto gehört? Ist sie zurück? Hast du mit ihr geredet? Und hast du ihr gesagt, weiß sie davon? Ich habe kein Wort gesagt. Die Piratenbruderschaft ist gerettet. Gut. Gut so. Vielleicht solltest du mal zu ihr gehen. Ja, ich sollte ihr ja bei den Einkäufen helfen. Also, wenn ich's mir recht überlege, ich hab dich noch gar nicht klettern sehen. Willst du mir mal zeigen, wie man runterklettert? Vielleicht kann ich das für mein Buch gebrauchen. Hey, hast du Hunger? Ich hab voll den Wasserbauch. Ich hatte so einen Durst, dass ich so ein großes Glas Wasser auf Ex getrunken habe. So muss das sein. Was gibt's zu essen? Tja, falls dein Dad nichts gekocht hat, das er als Überraschung für später versteckt hat, gegrilltes Gemüse. Gemüse? Yippie! Ach, zu spät. Ich hab dein Gesicht gesehen. Okay. Kannst du den Rest einräumen, während ich hier schon mal mit dem Kochen anfange? Okay. Okay, mal sehen, ob du noch weißt, wo alles hingehört.
Mom, ich habe alles weggeräumt. Kann ich jetzt spielen gehen? Das war ja so schnell wie noch nie. Warte. Bist du ganz sicher, dass nichts mehr in der Tasche ist? Wenn ich du wäre, würde ich noch mal nachsehen. Alles deutet hin auf eine Flasche. Juicy. Blue, mein Favorit. Ich kann nicht mehr. Eddie. Alles klar bei dir, Mom? Natürlich. Ist nicht deine Schuld. Oh. Mom, du hast dich geschnitten. Deswegen hast du geweint. Oh, da ist was auf dein Bild gekommen. Mit Blut signiert. Soll ich los und... Ist schon gut, Schätzchen. Ich kümmere mich gleich drum. Räum bitte kurz die Sachen zu Ende weg, Süßer, okay? So mutig. Das sollte ich Mom geben. In welchem Bad sie wohl ist? Mom? Und? Was? Was war dann? Nichts. Nichts? Gar nichts. Ed, es gibt da immer noch Dinge, die ich nicht so ganz verstehe. Würden Sie sagen, dass Sie ein wenig von Piraten besessen waren? Nicht so sehr, wie Sie von meiner Psychoanalyse besessen sind. Ich war doch nur ein Kind. Steigern Sie sich öfter in Sachen rein? Vielleicht steigern Sie sich ja rein. Wo Sie doch die gleiche Frage wieder und wieder stellen. Was?
Warum wollte Ihr Vater nicht, dass Ihre Mutter von den Frangles erfährt? Da haben Sie was nicht verstanden. Mein Vater hat immer für mich Schätze im Haus versteckt. Kleine Geschenke oder was Süßes. Das war ein Spiel. Verstehe. Was ist mit Ihrer Mutter passiert? Warum hat sie geweint? Sie hat sich geschnitten. Wann haben Sie das letzte Mal wegen einem kleinen Schnitt geweint? Vielleicht war es ja kein kleiner Schnitt. Ich kann mich nicht gut dran erinnern. Eine letzte... Ich hatte immer den Eindruck, dass Psychologen ausschließlich zuhören. Sagen wir mal, wir stellen lieber Fragen, als uns Halbwahrheiten anzuhören. Warum sollte ich Sie denn anlügen? Ach, kommen Sie. Sind Sie es denn nie leid, sich hier lächerlich zu machen? Das wird auch diesmal nichts bringen. Bitte. Ich habe vorhin an dem Teich gesessen. Der hat so etwas an sich. Keine Ahnung. So eine Stimmung? Als wäre ich jetzt gerade dort. Ich habe den Stein ins Wasser geworfen. Konzentrische Kreise. Vergänglich. Die Luft war feucht, süßlich. Die kühle Brise strich mir um die Finger. Ich konnte die Vögel in der Entfernung kaum hören. Es roch nach Harz, nach Rinde, nach Erde. Ich habe mich dort mit 8 Jahren gesehen, wie ich da so sitze, rieche. Spüre, sehe und ich stelle mir Sie dort mit 8 Jahren vor. Ich sehe Sie. Sie sind hoch ins Baumhaus geklettert. Sie spielen. Was spielen Sie? Bereit zum Entern. Ist nicht deine Kabine, Captain Roberts. Den bringst du mir lieber ganz schnell, wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Verdammt nochmal, Eddie. Bist du taub? Komm in mein Büro, sofort. Okay, Dad. Flanagan, alle Mann an Deck. Oi, Captain. Erwartet mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit auf dem Vorderdeck. Thank you.
Wo haben Sie das alles her? Das sind Schätze. Die gibt's hier überall. Eigentlich sind das keine Schätze. Aber ich lasse das so aussehen. Der Trick besteht darin, die Augen halb zuzumachen. Wozu der Name? Ist aus einem Film. Der gefürchtete Kapitän Roberts. Sind Sie gerne furchteinflößend? Nur als Pirat. Wer hat Ihnen das alles gegeben? Mein Vater hat haufenweise Piratenspielzeug gekauft. Schauen Sie genau hin. Wurde dieses Spielzeug wirklich in einem Geschäft gekauft? Vielleicht habe ich es irgendwo gefunden. Wie meine Schätze. Davor hat er mir noch Sachen geschenkt. Jede Menge. Warum hat er aufgehört? Er hat zu tun. Warum ist Flanagan so hässlich und bucklig? Vielleicht, weil er ein bisschen dämlich ist. Mhm. Sind hässliche Leute dämlich? Er ist quasi ein Monster. Aber niedlich und witzig. Warum hat er Sie so angebrüllt? Manchmal regt er sich ein wenig auf. Was regt ihn denn auf? Die Sehnsucht. Wer hat es gebaut? Dad. Sind Sie sicher? Ja. Thank you.
Dad? Was? Oh Mann, was habe ich dir dazu gesagt, hier einfach reinzukommen, wenn ich arbeite? Ich reiße dich aus deiner Konzentration und dein was Künstler muss sich konzentrieren. Könntest du wohl in die Garage gehen und mir... Du weißt schon, bringen? Ach, und was am wichtigsten ist, deine Mom darf nichts erfahren. Ein geheimer Piratenbruderschaftspakt? Klar, aber sie darf nichts erfahren. Komm schon, das dauert ja ewig. Sie haben von einem bestimmten Piratenhandschlag erzählt. Ist das wirklich passiert? Oder haben Sie sich das ausgedacht? Vielleicht ist das an einem anderen Tag passiert. Davor, als alles noch in Butter war. Ed, Ihr Vater, hat er Sie je geschlagen? Nein. Sind Sie sicher? Manchmal wird er wütend. Ballt die Faust und sieht mich an, als ob... als wäre ich ein böser Junge. Doch dann vergisst er alles. Ist wieder nett. Und ich auch. Und Ihre Mom? Hat er Sie mal geschlagen? Das weiß ich nicht. Wie viel raucht Ihr Dad? Weiß ich nicht, aber eigentlich will er das nicht. Wer bringt ihn dazu? Die Sehnsucht. Mhm. Das sagt er also? Woran schreibt Ihr Dad? Einen Bestseller. Wird sich das Buch denn gut verkaufen? Er wird es niemals vollenden. Also versteckt Ihr Vater als eine Art Spiel Schätze im Haus? Erinnern Sie sich noch an andere Schätze, außer den Frangles? Jetzt gerade nicht. Sie haben sich also mit Ihrem Dad die Piratenbruderschaft ausgedacht? Oder gab's da noch jemand anderen? Nein, nur mich. Und Ihren Dad? Ich weiß nicht. Ich weiß, das ist hier in der Garage. Nur wo genau? Das ist die Frage, Flanagan. Der Gouverneur platziert es ständig woanders. Oh, natürlich, Captain, aber... Genug gefragt, Flanagan. Fang an zu suchen. Thank you.
Ihr Dad hat gesagt, er repariert es. Ich werde nie wieder mit meinem Fahrrad fahren. Sieht ziemlich gefährlich für ein Kind aus. Mom lässt mich nicht da reingehen. Aber ihr Dad hat sie gebeten, dort hineinzugehen. Ed, alles okay? Ed, was empfinden Sie? Ich empfinde... Ich empfinde... Okay, schon gut. Hast du den Verstand verloren? Setz dich dahin. Lies das. Der nächste Schritt im langen Prozess der Selbstzerstörung von Joe Human hatte mit einer internen Rebellion zu tun. Sein Nervensystem aus Rache für die Misshandlung durch Joe... Das ist doch alles Scheiße, Ed. Ich pack das nie. Ich bin ein wertloser Penner. Okay, einfach wertlos. Ich bin wertlos. Du bist wertlos. Sinnlos. Egal. Egal, wie sehr du dich auch anstrengst. Okay. Du sitzt in der Falle. Vergiss das nicht.
Eines Tages kommt es über dich. Und das geht nie wieder weg. Verstehst du? Merk's dir. Dad, ich muss... Mom ist in der Küche. Sie sind gefallen, oder? Wann war das? Eddie! Ich hab mir echt wehgetan. Und Mom hat wirklich Angst gehabt. Dad auch. Ein echtes Drama. Mögen Sie Basketball? Ed, entschuldigen Sie, mit wem reden Sie da? Mit Ihnen. Ich stehe drauf. Ich auch. Wusste ich's doch. Wirklich? Warum das denn? Na, weil's genial ist. Oh, sicher. Und Sie auch. Wer ist Ihr Lieblingsspieler bei den Lakers? Auf jeden Fall Magic Johnson. Ja, stimmt. Viel zu leicht. Der muss aus dieser Saison sein. Nick Van Exel ist mein Lieblingsspieler. Nick der Blitz. Nicht Magic Johnson, klar. Aber wenn ich mir diese Saison so ansehe... Ja, die Lakers sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Schade. Wirklich schade. Nachdem Sie aus dem Efeu gefallen sind, haben Sie kein Vertigo gekriegt? Was ist das? Höhenangst. Für Captain Roberts ist Angst etwas, was er auf den Gesichtern seiner Feinde sieht. Thank you.
Ed, trinken Sie? So viel. Ich habe heute ein so großes Glas Wasser getrunken. Auf Ex. Gut so. Es ist wichtig, Wasser zu trinken. Ist es normal für Ihren Vater, plötzlich richtig traurig zu sein? Oder wütend? Oder glücklich? Davor nicht. Kann ich jetzt spielen gehen? Warte, bist du ganz sicher, dass nichts mehr in der Tasche ist? Wenn ich du wäre, würde ich nochmal nachsehen. Alles deutet hin auf eine Flasche. Nicht deine Schuld. Oh. Mom, du hast dich geschnitten. Deswegen hast du geweint. Oh, da ist was auf dein Bild gekommen. Tut's weh? Raus hier! Eddie! Alles klar. Also, glauben Sie mir jetzt oder wollen Sie noch weitermachen? Ich musste es versuchen.
Grüßen Sie mir Joe Human in Ihren Träumen. Joe wer? Sie haben mir von ihm erzählt. Wissen Sie das nicht mehr?